Also, Freunde, ich war unterwegs. Samstag eine Nachtstallung in Augsburg. 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 Offiziell Augsburg. Im Übrigen, Augsburg und ich sind so, es funktioniert in Augsburg immer. Ich weiß nicht, was los ist, aber Augsburg mag mich und ich mag Augsburg. Die Leute kamen in die Location, Mörder sagen, wenn die Leute in die Location kommen, High Love bei Hochzeiten in der Calgo-Version. Ja. So, da hast du schon mal irgendwie Steine. Dann übrigens immer geil nach der Rede des Brautvaters ist Wild World, Mr. Big. Funktioniert super. So, nach der Rede des Bräutigams, Dancing in the Moonlight Toploader, auch immer wieder cool. Was ich auch witzig fand, als wir da unterwegs waren, letztes Wochenende, da haben die auch dann so einen fetten Käsetorte reingetragen. Mhm. Und dann haute Alex aber irgendwie erst so Schlager oder was war das, irgendwie so Blasmusik, irgendwas. Ja, von James Last. Genau, und darauf dann Losing It, so boom. Du musst halt irgendwie Kohlen aus dem Feuer holen. Ja, Schlagerkohlen aus dem Feuer holen. War geil. Geiler Übergang. Fischer. So. Dann war die Braut stinkesauer, weil die Gäste einen Flashmob gemacht haben und die Braut dachte, die Tanzfläche wäre jetzt eröffnet. So, und weil sie erst Freestyle getanzt haben und erst als er gesungen hat, ihren Flashmob und die Braut war echt so kurz davor, die Tanzfläche zu räumen. Und dann war sie mega glücklich, der Flashmob war super cool. Dann liebe Grüße an der Stelle an die Braut. ging's in den Kentish Town Walls. Coole Sache. Als Eröffnungstanz. Ich habe auch das Eröffnungsdingens gemacht mit Can't Stop the Feeling, Wanna Dance with Somebody. Gypsy Kings? Bei mir jetzt so. Gypsy Kings zum Schluss, dieses Klappen mit I Love It, Icona Pop rüber. Und dann kommt so der erste Einbruch mit Despacito. Dieses mache ich da am Schluss. Also funktioniert hervorragend. Ich spiel bei Shape of You, wie schon gesagt, sehr Generation gerade immer diesen Latin Remix. Dann kommt dieser Loop zum Schluss bei Shape of You. Und da kannst du den mega gut. Come on, be my baby, come on. Genau, kannst du super gut drauf mixen. Da kannst du alles machen. So, ja. In meinem Fall jetzt Stayin' Alive. Stayin' Alive loop ich dann irgendwann immer dieses Hab dann Uptown Funk drauf gemacht, da müsste es auch ein Tutorial hier auf YouTube geben. Uptown Funk, auf den gibt es auch ein Tutorial hier auf YouTube. Und dann wollte die Braut unbedingt den Brautstrauß werfen. Und ich spiele dann mittlerweile, nachdem der Brautstrauß geworfen wurde. Sing Ladies. Ja, Sing Ladies natürlich. Backspin und dann Gimme, ja. Gimme, A Man After Midnight. So passt so in die Ding. Und da bist du auch gleich wieder so im House-Feeling drin und darauf Freed from Desire, was ich aber nicht so gelungen fand. Und dann kam Wunsch, Pretty Fly, direkt irgendwie so um 22.30 Uhr, The Offspring. Monster gut funktioniert. So. Ausgespielt, danach Dickes B, Gasolina, Mundian du Parquet, Crazy in Love. Mundian du Parquet mit Crazy in Love funktioniert übrigens auch super. Dann Crazy in Love, kann man dieser, oh, kannst du immer loopen und da kannst du auch alles drauf spielen. Yeah von Usher, darauf Jump Around, ich glaube, das ist dieselbe Tonart. Usher, yeah. Und Jump Around, Hollaback Girl funktioniert auch immer gut, obwohl Hollaback Girl bräuchte mir irgendwie ein cooleres Ende. Der ist zu lang, insgesamt. Don't Stop Me Now, super funktioniert, dann so ein bisschen Rocky spielt, Teenage Dirtbag, All the Small Things. Empire State of Mind spiele ich mittlerweile immer das Broken Downing, das Original. Und dann nach dem ersten Refrain gehe ich direkt mit den Rap rein von Jay-Z. In the Club, das war so eine kurzfristige Entscheidung. Ich glaube, ich hatte was anderes drauf liegen und musste dann echt wechseln so zu In the Club. Dann haben sie In the Club extrem gefeiert, dann kam Next Episode. Ging so und dann Levels war dann wieder richtig geil. Kein Beatmix natürlich und bei Levels I Like to Move It. Super funktionieren, da ging es in das 90er-Ding rein. Rock This Party, Bob Sinclair, Everybody Dance Now, Remy Demi, Monster geil. Und von Remy Demi, da werde ich mal ein kleines Tutorial machen, ist wirklich nicht schwer. Kannst du zum Schluss
Du. Mega gut mixen. Ich gehe dann gleich mit, ich verbrenne mein Studio. Schnupfe die Asche. Genau, direkt so rein. Das wäre ein cooles Video, da freue ich mich. Ich liebe dieses Lied, wirklich. Can't Hold Us, einfach nochmal, weil der Flashmob vorher da war. Lose Yourself funktioniert eigentlich auch fast immer. Mr. Brightside ging komplett unter. Auch sowas. Mr. Brightside, Sex on Fire. Es gibt Partys, wo du spielst und alle rasten komplett aus. Und es gibt Partys, wo du denkst, könnte jetzt passen, du spielst, jetzt alle gehen weg. Und keiner kennt untervögelte Cousinen. Die irgendwie, wenn der Song... Wir wollten es jetzt nicht deklassieren, aber... Wenn der Song nicht passt und dann irgendwie so jeden mitteilen müssen, dass sie den Song gerade scheiße finden und gehen müssen. Wannabe, Wunsch, Blue, Eiffel 65, Wunsch, funktioniert, aber funktioniert. Butterfly, Crazy Town, Monster, Get Low, hat nicht funktioniert. Ganz selten, dass es nicht funktioniert. Und wenn du dann merkst, dass Get Low nicht funktioniert, dann komplett was anderes machen. Ja. You're the one that I want, John Travolta. Olivia Newton-John, der übrigens auch gut funktioniert. Voll, ich mag den Song wirklich. Filmsongs funktionieren manchmal, aber meistens sehr, sehr gut. Walking on Sunshine, Volare, Some Girls, Footloose, I'm Still Standing, da der Brautvater drauf war, wir dachten, ziehst du es durch, er hat es gefeiert. Dann kam wieder Wünsche, Baby One More Time, Everybody, Backstreet Boys, Don't Stop Believing, hat keiner gefeiert, da war auch so langsam die Luft raus, wir befinden uns übrigens schon jetzt um eins, halb zwei. Braut schwanger, wie schon erwähnt, wenn die Braut schwanger ist. Ist dann so die Frage, was macht man, wenn man die Luft draußen ist als DJ? Spielt man dann erst so Tracks, die so ein bisschen entspannter sind oder Tracks, die so ein bisschen wieder... Das hängt jeder komplett cool bleiben und das spielen, was dir gefällt. Voll. Das ist mein Tipp. Voll. Mhm. Ernst, wirklich. Also. Dann schau dich oben, lächel und tu nicht so mit Gewalt versuchen, die Leute herzubringen, sondern sag, okay, die sind vielleicht einfach müde oder hatten einen langen Tag. Vor allem die Mädels hatten ja oft mit Friseur und Kleid und Schuhe, stehen ja oft sehr, sehr früh auf. Die Cousine. Die halt bei der Braut dem Anziehen scheue, wie es der nicht abläuft. I know what you want. Und dann darf man auch keine Böse sagen, okay, wir machen jetzt ein bisschen die Dinger. Also Don't Stop Believing nicht so funktioniert. Ich wollte es dann wissen, habe danach noch Kiss gespielt, I Was Made for Loving, auch nicht funktioniert, weil halt eben schon ein bisschen Luft raus war. Aber dann konnte ich sie nochmal fangen mit Ride Low, Baby Got Back, Whoop, There It Is, Can Touch This Niggas in Paris. Und dann waren sie echt durch und dann kam jemand zu mir, meinte, die Braut hätte gern Super Massive Black Hole. Und ich wusste, wenn ich das jetzt spiele, ist das Ding durch. Aber Brautwunsch ist Brautwunsch, wie ich finde. Und dann war der große Wunsch des Bräutigams, wir wollen zum Schluss Wonderwall singen, war schon seit einem Jahr so kommuniziert, dann kam Wonderwall und wir waren durch und Party war um 2 Uhr vorbei, alle glücklich. Cool, was ich gerne hätte, der Winner des Wochenendes beim Xenia, gibt es einen Winner bei dir? Ach so, ein Track, Digga, genau. Ein Track, ja. Ein geilen Track. Was ist meine Nummer vor Augen halten? Ist schwer. Was Mutiges. Schwer. Was tatsächlich. Was ich geil fand, A Little Party Never Killed Somebody. Da war wieder so ein bisschen so, wieder so ein bisschen mehr so ruhiger Tanzfläche. Und als ich dann rausgehauen habe, da ging es dann echt wieder ein bisschen so wieder steil. Die Party. Geil. Also, hat die Party gesaved. Ich bin jetzt mal mutig und sag, weil ein Song, den ich wirklich zum ersten Mal auf einer Hochzeit gespielt habe, ich beichte es, You're My Heart, You're My Soul. Ich glaube, das ist ein Hidden Champion, wie man im Deutschen so schön sagt. Ja, aber weil keiner kennt und keiner denkt, dass er funktioniert. Ich finde ihn halt echt schrecklich. Er ist brutal schrecklich. Level atemlos so. Nein, er hat doch. Nein, er ist schon wieder alt. Das ist so Russian macht ihn wieder cool. Oh. Es ist zwar an sich ein langweiliges Auto, aber es ist ein Oldie. Also es ist ein kann man das Risiko. Okay, mit der Bitte um kurze Antwort. Xenia, dein Winner. Habe ich doch gerade schon gesagt, a little party never killed somebody. Stimmt. Würde ich sagen. Mit der Bitte um Antwort, kurze Antwort an mich. Alles neu, Peter Fox, weil ich will, dass Peter Fox wieder an den Start geht. Ja, Peter Fox. Ja. Shout out to Peter Fox. Ich hatte, glaube ich, Abende, wo ich 4 Songs für den gespielt habe. Hat er 4 Songs?
Ich habe einen Song zweimal gespielt. Wir sind raus! Freunde, vielen Dank. Wir haben jetzt wirklich 60 Minuten, glaube ich, in die Kamera gelabert. Das ist so ein Podcast, denke ich schon. Ohne Scheiß. Mal gucken, was hier passiert. Jetzt Shoutout an Xenia, der das Material bekommt und verarbeiten muss. Hoffentlich hat er den Farbfilm nicht vergessen. Der kleine Michael. Und an euch, wenn ihr so lange durchgehalten habt, vielen Dank. Und wir sehen uns eventuell diese Woche nochmal. Bis dann. Ciao. Ciao, tschüss und servus.